Die Covid-19-Finanzierungsagentur des Bundes schuldet immer noch Dutzenden Betrieben bereits zugesagte Auszahlungen. Ja, einige davon sind nun schwer konkursgefährdet, andere wiederum klagen. Eines davon ist die Fit-Fabrik, wo insgesamt 1,6 Millionen zugesagter Gelder noch nicht ausgezahlt worden sind. Wie ernst ist die Lage und wieso wird das Geld nach wie vor nicht ausbezahlt? Ich bespreche das jetzt mit dem Sanierungsexperten und Finanzprofi Gerald Zmoek vom Finanzombudsteam und mit dem Geschäftsführer der Fit-Fabrik, mit Michael Zost. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Ja, bevor wir zur Fit-Fabrik dann ganz konkret kommen, einmal ganz grundsätzlich. Es geht ja insgesamt um zig Millionen Euro, die nicht ausgezahlt werden. Gestern war das auch Thema im Untersuchungsausschuss. Der Finanzminister meint, ja, wahrscheinlich wird die KOFAG aufgelöst werden im Sommer, aber er weiß schon, es fehlt noch Geld. Wieso fehlt es immer noch? Wieso kommt es einfach nicht? Also vielleicht ganz grundsätzlich, unsere Sanierungsexperten sind ja damit beauftragt, einerseits bei Unternehmen zu verhindern, dass sie nicht mehr genügend Liquidität haben, beziehungsweise dass sie ihre Rechnungen zahlen. Dass wir diesbezüglich jetzt rechtliche Schritte gegen den Staat und gegen die KOFAG einleiten müssen, ist auch für uns eine neue Erfahrung, auch wenn wir schon sehr lange für betroffene Unternehmen hier reklamieren. Zur Historie, wie ist das Ganze entstanden? Auch zur Klarstellung, was die Aussagen vom Herrn Brunner und vom Herrn Kogler betreffen. Ich bin selten sprachlos, aber das gestern hat mich doch einigermaßen schockiert. Schlicht und ergreifend, Brunner und Kogler wissen seit März 2022, dass sie eine Richtlinie erlassen haben, die nicht EU-konform war. Brunner und Kogler haben dann gebraucht bis August 2023, um diese Richtlinie mit der EU neu zu vereinbaren. Ja, das ist ein sogenanntes EU-Memorandum. Und seit August 2023 wartet man jetzt, dass sich Kogler und Brunner darauf einigen, dass es zu einer entsprechenden Umsetzung in österreichisches Recht kommt. Daran scheitert diese Auszahlung. Und ehrlicherweise, wenn der Herr Brunner sich jetzt erdreistet zu sagen, auf Nachfrage im Urschuss, fragen Sie bitte den Herrn Kogler. Und der Herr Kogler hat dann nichts Besseres, auch auf Nachfrage zu antworten. Gut, wir suchen jetzt seit 8 Monaten sinngemäß nach einer gerechten Lösung. Dann komme ich mir ehrlicherweise ein bisschen pflanzt vor. Und es wird auch mit Sicherheit so sein, dass sowohl Kogler als auch Brunner mit diesen Aussagen, die sie hier gestern getätigt haben, spätestens vor Gericht vom Richter noch einmal konfrontiert werden. Weil wenn es zu keiner Lösung kommt, dann sind die Klagen, die wir jetzt einmal gemeinsam mit der Kanzlei Christandl und Partner eingebracht haben, ebenfalls vom Richter entsprechend abzuhandeln. Und es ist simpel und ergreifend so, es ist ein Vertrag zustande gekommen. Und wenn man jetzt sagt, okay, Kogler, Brunner, wir brauchen hier 2 Jahre, um das entsprechend umzusetzen, da habe ich kein Verständnis mehr. Das sind heftige Ansagen, muss ich sagen. Trotzdem, die KOFAG wird wohl aufgelöst werden und damit beendet. Das würde ja bedeuten, wenn es wirklich dazu kommt, dass es im Sommer soweit ist, das ist mehrfach angekündigt worden, gibt es danach dann überhaupt keine Auszahlung mehr? Oder wie ist das? Das wird davon abhängen, in welcher Form die KOFAG liquidiert wird bzw. abgewickelt wird. Unsere Anwälte, mit denen wir zusammenarbeiten, werden hier natürlich die entsprechenden rechtlichen Maßnahmen im Vorfeld treffen. Und es wird notwendig sein, so haben es wir auch von den Rechtsanwälten jetzt mitbekommen, und ich sage das auch in aller Deutlichkeit, nämlich für all die Gläubiger, insbesondere Banken, die momentan hier auf Kredite warten, weil die KOFAG nicht ausbezahlt. Ja, es ist ja auf der anderen Seite, warten ja hier Gläubiger. Ja, es ist tatsächlich so, der österreichische Staat verweigert zugesagte Hilfsgelder. Und nein, das ist keine Ausrede von den betroffenen Unternehmen, sondern das ist tatsächlich so, auch wenn es schwer vorstellbar ist. Und ja, man wird alles tun, einerseits im Außergerichtlichen, was unser Kernthema ist, wo wir viele Fälle auch lösen konnten, aber auch im gerichtlichen Weg, dass diese Unternehmen zu ihrem Recht kommen. Ja, es klagen insgesamt 27 Unternehmen. Eines davon ist eben die Fit-Fabrik. Man kennt das Unternehmen, groß und weit verbreitet in Wien, 7 verschiedene Betriebe in Summe und eben 1,6 Millionen Euro, die fehlen. Wie ist das Gefühl als Geschäftsführer? Da geht es ja letztlich auch um die Frage, wie liquide das Unternehmen bleibt und wie fortführungswürdig es ist. Gibt es ein bisschen auch die Angst, wenn das Geld nicht kommt, muss man Konkurs anmelden, weil wenn man das nicht tut, wird man als Geschäftsführer möglicherweise auch geklagt. Grundsätzlich ist es so, dass es natürlich extrem belastend ist. Wir laufen unserem Geld seit mittlerweile fast 2 Jahren hinterher. Wie alle wissen, waren wir fast in der Fitnessbranche 9 Monate geschlossen. Diese Lockdowns haben natürlich eine Konsequenz. Diese Konsequenz bedeutet in unserem Fall in der Fitnessbranche, dass 40% unserer Mitglieder gekündigt haben. Das verursacht natürlich
massive Verluste, wenn man dann wieder aufsperrt. Mhm. Die Kosten rennen zu 100% wieder an. Die Einnahmen sind nur zu 60% da. Diese Verluste sind aber nicht wieder in ein paar Monaten wieder ausgeglichen, sondern in der Fitnessbranche dauert es Monate bis Jahre, bis man wieder dort ist, wo man hingehört. Und diese Verluste müssen natürlich ausgeglichen werden durch Hilfszahlungen. Wenn die dann nicht kommen, ist man vor massive Herausforderungen gestellt als Unternehmer, dass man selber für Liquidität sorgen muss, dass man Gespräche führen muss mit Vermietern, mit anderen Lieferanten, Zahlungsvereinbarungen treffen muss, selber darauf angewiesen ist, Darlehen zu bekommen und permanent für Liquidität sorgen muss, obwohl man eigentlich die zugesagten Gelder hätte erhalten sollen und in seinen Betrieb investieren könnte. Ich könnte jetzt in Werbung und Marketing investieren, ich könnte in Personalressourcen investieren, ich könnte in Infrastruktur investieren in meinen Betrieben. Das kann ich aber nicht, das wird mir verwehrt. Dadurch bin ich weniger wettbewerbsfähig und diese Möglichkeiten werden mir alle genommen. Und das ist sehr frustrierend. Was heißt, Sie laufen dem Geld seit 2 Jahren hinterher? Wie muss man sich das vorstellen? Da gibt es eine Zusage, de facto eine Art Bescheid. Nehme ich jetzt einmal an, dass man 1,6 Millionen Euro bekommt und bekommt sie aber nicht. Ist man dann permanent am Anrufen, wo bleibt das Geld oder wie spielt sich das ab? Ja, also grundsätzlich ist es so, es gibt verschiedene Fördermittel, Fixkostenzuschuss, Verlustersatz und so weiter und so fort. Die reicht man ein, da gibt es Anträge, dann gibt es etwaige Ergänzungsgutachten, die bewertet werden, von der Co-Founder abgeschlossen werden. Das ist in unserem Fall alles eingereicht worden, regelkonform und auch positiv bewertet worden und zur Auszahlung freigegeben. Mhm. Die Auszahlung haben auch teilweise stattgefunden. Irgendwann kam die Auszahlung nicht mehr. Und das war ungefähr vor 2 Jahren. Mhm. Und die Gründe dafür, der hat es mal schon angeführt, die kennen wir, weil halt Fristen falsch kommuniziert wurden, Obergrenzen falsch kommuniziert wurden, es Unstimmigkeiten mit der Europäischen Kommission gegeben hat und so weiter und so fort. Und man sucht nach einer fairen Lösung. Seit 8 Monaten, genauso wie der Zmurk, muss ich sagen, dafür habe ich gar kein Verständnis, weil fair, weil es ist auch keine Lösung in Sicht. Wie lange soll das jetzt noch dauern? Noch einmal 8 Monate? Ich meine, das ist vollkommen lächerlich, das Ganze. Das Thema mit den Obergrenzen. Wir hatten ja immer wieder auch Interviews geführt und dann heißt es, seitens der Bundesregierung wird dann gesagt, die EU hat Obergrenzen vorgeschrieben, die werden teilweise überstiegen und würde man weiter auszahlen, macht man sich quasi strafbar, übertrieben gesagt jetzt. Die Obergrenzen sind so quasi das Credo, wieso nicht ausgezahlt wird. Aber ist da nichts dahinter? Ja, nur da ist Henne und Ei. Die Obergrenzen bestanden ja schon vor der Verordnung. Ja. Also man hat logistisch einfach das verabsäumt. Ja. Also es ist schon eine logistische Meisterleistung, wenn eindeutig in einer EU-Regelung drinnen steht, 2,3 Millionen Euro ist für die gesamte Unternehmensgruppe und irgendein Meister vom Herrn kommt auf die Idee im Finanzministerium dann zu sagen, na gut, das gilt aber für jedes einzelne Unternehmen. Natürlich gibt es dann einen bösen Brief von der EU. Also es wurde schon die Richtlinie mal falsch erlassen, nicht EU-konform. Und noch eindeutiger und noch viel schlimmer ist es ja beim zweiten Tatbestand, wo der EU-Beihilferahmen für die Beantragung mit 30.06.2022 begrenzt war. Und im Finanzministerium ist man auf die Idee gekommen, bis 30.09.2022 den Unternehmen die Möglichkeit zur Beantragung zu geben. Welche Überraschung, dass die EU dann ein böses Briefel schreibt. So, das kann alles passieren im Hektik des Gefechtes, dass man dann bis August 23 braucht, um das wieder zu reparieren, dann großartig vor die Presse tritt und sagt, juhu, ich als Finanzminister habe das jetzt geschafft, möge auch noch sein, ja, kann man alles noch argumentieren, aber dass ich dann jetzt 8 Monate lang brauche, um das in österreichisches Recht zu gießen, ja, und es nichts anderes ist wie politisches Kleingeld, weil offen ausgesprochen, ich glaube dem Herrn Kogler kein Wort, dass er nach einer fairen Lösung sucht. Natürlich geht es primär darum, den Koalitionspartner, der es einmal hauptverursacht hat, hier unter Druck zu setzen und zu sagen, auf der anderen Seite, bitte unterschreib mir was, was ich gern hätte für meine Klientel. Ja. Das ist möglicherweise der Hauptgrund für das Ganze und das am Rücken von Leitbetrieben und Unternehmen, die wirtschaftlich gesund sind, da müssen sie beide in den Spiegel schauen können. Und dass das für mich als Unternehmensberater eine Art und Weise der Politik ist, die ich verabscheue und im Grunde bei jeder Verhandlung mit Banken, wo derartige Vorkommnisse sind, das mal 10 multipliziert wird, ganz ehrlich, das geht einfach nicht und man muss sich schon als Unternehmer überlegen, was die Regierung hier, insbesondere gemessen an dem hier für Österreich und für die österreichischen Klein- und Mittelbetriebe leistet, nämlich nichts. Kommen wir wieder zum konkreten Unternehmen der Fit-Fabrik. Man kennt das Unternehmen ja auch bei uns in der Redaktion. Viele sind mit dabei, sind Mitglied, wollen sich sozusagen Fitness tanken. Ist das so, dass Kundinnen und Kunden, die vor Ort bei euch dann sind, in einem der 7 Betriebe
auch verunsichert werden? Merken die das eigentlich, dass es finanziell Engpässe gibt und kommen möglicherweise deswegen nicht mehr so gern oder kündigen vielleicht die Mitgliedschaft? Die Erfahrung haben wir nicht gemacht. Grundsätzlich möchte ich mal sagen, wir sind nicht 7 Betriebe, sondern 7 GmbHs mit 17 Betrieben. Von Kundenseite, ich meine, die sind nur verwundert, die kriegen das in den Medien ja mit, ja, dass wir immer noch die Förderung nicht bekommen haben, ja, aber es schreckt die Leute jetzt nicht ab, dass sie nicht mehr kommen oder kündigen. Das findet nicht statt. Aber das Unverständnis ist von den Kunden genauso wenig da wie, genauso da wie bei mir. Es ja versteht keiner, warum hier nichts passiert. Wie es in einem Land wie Österreich überhaupt möglich sein kann, dass eine einzelne Person, die auch dazu in der Regierung sitzt, es schafft, durch die Verweigerung einer Unterschrift für eine Verordnung Hilfsgelder, die Auszahlung von Hilfsgeldern zu stoppen und damit riskiert, dass Unternehmen in eine wirtschaftliche Schieflage gelangen oder vielleicht sogar Insolvenzen oder Konkurs entstehen. Ist das so, weil wir das Thema Insolvenz ja zu Beginn auch schon angesprochen haben, ist das konkret ohne der Zahlung, gibt es Insolvenz? Das ist Fakt. Das wird bei sehr vielen Betrieben, ich bin ja der Einzige, das sind hunderte Betriebe betroffen, wird bei sehr vielen Betrieben sicher der Fall sein. In meinem Fall, ich meine, ich bin immer sehr kreativ, was die Beschaffung von Liquidität betrifft. Die Fit-Fabrik wird da sicher durchkommen durch das Ganze. Und das wäre erheblich leichter, wenn die ausstehenden Zahlungen endlich fließen würden. Dann könnte ich mich wieder auf das Tagesgeschäft konzentrieren und wie gesagt Investitionen tätigen, die wichtig sind für mein Unternehmen. Jetzt sind es ja insgesamt 27 Unternehmen, die geklagt haben. Die Fit-Fabrik haben wir jetzt quasi herausgesucht, aber wir könnten genauso mit den anderen reden. Gibt es da so Branchenschwerpunkte und irgendetwas zu erkennen, wieso gerade in diesem Bereich nicht ausgezahlt wird? Man muss ja dazu sagen, es wurden ja Milliardenbeträge trotz allem ausbezahlt seitens der COFAG. Nur jetzt hakt es im Prinzip am Ende. Also die Milliardenbeträge, ja, das ist richtig. In Summe wurden 15 Milliarden Euro ausbezahlt. Das leidige Thema wurde zu viel ausbezahlt oder zu wenig ausbezahlt. Wir haben logischerweise keinen Fall bei uns, wo zu viel erhalten wurde. Die einzigen Fälle, wo wir jetzt wissen, dass zu viel ausbezahlt wurde, sind zugegebenermaßen aller Voraussicht nach die Signa. Ja. Und wie Krone auch berichtet hat, das eine Unternehmen, wo der Herr Ottenschläger beteiligt ist, was ich sehr bemerkenswert finde, dass hier Verluste, die über 5 Jahre angehäuft worden sind, dann durch Corona-Hilfszahlungen ausgeglichen worden sind. Ja. Hier haben wir ein Unternehmen, das vor der Krise wirtschaftlich gesund war, das keine Verluste hatte und das auf Geld wartet. Also hier sehe ich ein bisschen vorsichtig formuliert eine Ungleichheit. Das würde ja das bedeuten, konnte, manche wären bevorzugt sozusagen. Das wird ja auch im Untersuchungsausschuss. Schauen Sie, ob das Thema mit der politischen, was wurde bevorzugt oder nicht, das ist nicht mein Thema. Das, was wir sehr wohl machen werden, ist, um zu verdeutlichen, weil es ja immer heißt, hier wird nichts ausbezahlt, uns Unternehmen rauszusuchen, wo das sehr wohl passiert ist. Ja. Und da wird man sich dann anschauen, gibt es ein politisches Naheverhältnis oder nicht. Ja. Und natürlich nutzen wir auch gerade diese Woche, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Aufgrund der Großzahl von Skandalen ist es ja schwer genug, auf solche Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen, weil früher hätte sowas automatisch zu einem Rücktritt von Politikern geführt oder zumindest zu einer Diskussion. Heute geht das in Anbetracht der sonstigen Skandale, die wir haben, leider Gottes teilweise unter. Ja. Das Thema mit der Liquidität und mit der Insolvenz, lassen Sie es mich so beantworten. Fakt ist, dass der Hauptgrund für die Insolvenzen, die wir aktuell haben und sehen, Signa und alles andere, nicht darauf zurückzuführen ist, dass die Unternehmen überschuldet sind, also die Vermögenswerte verschwunden sind, sondern dass sie schlichtweg ihre Rechnungen nicht zahlen können. Ja. Unter diesem Gesichtspunkt ist klipp und klar zu sagen, dass die Ausgestaltung der Corona-Hilfen soll heißen, einerseits gestern auch die groß angeführten Rückforderungen, die thematisiert worden sind. Auch hier möchte ich mal klipp und klar sagen, diese Rückforderungen passieren nicht, weil die Unternehmen zu viel beantragt haben, sondern einfach schlichtweg, weil Richtlinien im Nachhinein geändert worden sind und die Unternehmen ursprünglich richtlinienkonform beantragt haben. Dann wurde Gesetz neu erlassen und dann hat man gesagt, man hätte das noch einhalten müssen und deswegen fordert man jetzt zurück. Wenn das tatsächlich 130 Millionen Euro sind, dann ist das für mich absolut erschreckend, weil dieses Geld wurde ja tatsächlich verwendet, um beispielsweise den Mieter zu bezahlen. Das heißt, auch das wird zu Liquiditätsengpässen führen. Das heißt, wenn der Herr Finanzminister jetzt hier sich hinstellt als Sheriff der Steuerzahler und voller Stolz verkündet, er hat bereits 130 Millionen Euro hier entsprechend zurückgefordert, dann bedeutet das auf der anderen Seite, dass er bei diesen Unternehmen, wo die zurückzahlen müssen oder gar nicht können, einen Liquiditätsengpass verursacht. Also
mir fehlt ein bisschen die Wirtschaftskompetenz der ÖVP, um es einmal so zu formulieren. Und klar ist, dass mit der Ausgestaltung, einerseits mit den Rückforderungen, aber nicht mit der Auszahlung, die Konkurse, ja, die wir auch teilweise schon haben, ich kann einen namentlich nennen, Vita Watches, Oberösterreich hat vor ungefähr 2 Monaten Konkurs anmelden müssen, weil sie den Verlustersatz 3 nicht bekommen haben. Dadurch hat sie die Finanzamtszahlung nicht leisten können. Ob das jetzt im Sinne der Wirtschaftspartei ÖVP ist und im Sinne des Wirtschaftsstandortes Österreich, möchte ich ganz stark bezweifeln. Also ja, die Ausgestaltung der Hilfen, so wie sie ursprünglich war, hat von Anfang an nicht gestimmt, dass eine Konkurswelle verhindert wurde, so wie es immer vom Herrn Finanzminister Brunner auch hier kommuniziert wurde, sondern maximal verschoben. Und das, was wir jetzt hier sehen an Insolvenzen, was uns auch im nächsten Jahr begleiten wird, noch dazu mit Inflation, noch dazu mit Rezession, ist Ursache einer vollkommen falschen Wirtschaftspolitik, begonnen mit den Lockdown-Maßnahmen. Herr Zost, wieder zurück sozusagen in den Betrieb. Jetzt fehlt das Geld. 1,6 Millionen und wenn die Bemühungen noch so groß sind vom Finanzombudsteam, es kommt offenbar nicht derzeit. Gibt es jetzt irgendeinen konkreten Hebel, der Ihnen zugesagt worden ist, wenn Sie das noch ändern, dann gibt es das Geld oder tauchen die einfach vollkommen unter, wenn man mit der KOFAG spricht? Nein, da ist Sendepause, da ist Kopf in den Sand und geht uns nichts mehr an. Wie gesagt, die argumentieren, dass diese fehlende Unterschrift von Herrn Kogler die Grundlage für die Auszahlung quasi nicht gegeben ist und sie daher nichts machen können und in die Hände gebunden sind. Boom. Das heißt, man kann von außen jetzt nichts mehr tun, bis sich nicht die Regierung... Man kann gar nichts. Man kann nur klagen, was wir getan haben. Mhm. Und beklagt. Als letzte Konsequenz wollte ich vermeiden und das auf andere Weise lösen. Lässt sich aber nicht lösen. Deswegen ja, gehen wir jetzt diesen Weg. Schon heftig. Ich meine, letztlich klagt man damit ja die Republik über die KOFAG indirekt so zumindest. Etwas, was wahrscheinlich Sie auch noch nie gemacht haben, nehme ich an, in Ihrem Leben. Definitiv nicht, aber manchmal bleibt nichts anderes übrig, als so sehr ein Recht zu kämpfen. Und das ist sind Hilfsgelder, die uns zustehen, die nicht strittig sind. Ich möchte vielleicht Ihre Frage noch aufgreifen, weil wir natürlich sehr viele Gespräche auch im Hintergrund führen mit Politikern, Interessensvertretern. Ja, also es war wirklich der Versuch da. Man hat auch durchaus den Eindruck gehabt, im vierten Quartal 2023, dass hier Bemühen da ist. Ich kann mich noch sehr lebhaft an ein Gespräch erinnern mit einem der Beiräte der KOFAG, der gleichzeitig Interessensvertreter in der Wirtschaftskammer ist, wo wir dann eine Lösung erarbeitet haben für diese Unternehmen, dass die AWS, also die staatliche Bank, hier Garantien für die Zwischenfinanzierung zur Verfügung stellt. Ja. Der ganze Prozess hat dann noch einmal 3 Monate gedauert, ist dann auch im Sande verlaufen. Also insofern muss man leider sagen, dass es ein Versagen vom Finanzminister, von Kogler, aber auch der Interessensvertreter ist, weil mir irgendwo dann der Witz fehlt, dass ich sage, okay, das ist eine gute Idee mit der AWS und für jede Aussage von den Politikern in dem Zusammenhang, ja, wir verstehen das, ja, sie haben recht, aber nein, wir können nichts tun, einen Euro, ja, könnte im heurigen Jahr wahrscheinlich einen Monat länger in Urlaub gehen und das ist was, was wirklich sehr, sehr frustrierend ist und für uns auch eine neue Erfahrung ist, weil in der Vergangenheit man eigentlich diese Dinge sehr gut lösen hat können. Man muss aber auch zur Ehrenrettung sagen, dass dieses Thema eines der wenigen ist, wo überhaupt nichts erreicht wird. Bei Fällen, die kleinere Summen sind, sieht man schon, dass sich insbesondere die Geschäftsführung bemüht, ja, Fehler in der Beurteilung, insbesondere bei Ergänzungsgutachten, hier richtig zu stellen. Ja. Hier ist es halt wirklich, ich bezeichne es jetzt einmal als Feigheit von Brunner und Kogler oder als mangelnde Gesprächsbasis. Und das kann ich so nicht gelten lassen. Und wir werden auch keine Ruhe geben, bis hier der Druck so groß ist, dass die beiden Herren sich nochmal an den Tisch setzen und sagen, okay, ich habe jetzt nur vom Zmurik und vom Zrost, jetzt unterschreiben wir das, weil wir wollen nicht vor Gericht dann Rede und Antwort stehen beim Richter. Weil beim Richter, wenn der Herr Kogler dann sagt, wir haben 8 Monate für eine gerechte Lösung gesucht, wird der Richter ins Kammerl lochen gehen, ja, und dann fragen, ob er irgendwo, Entschuldigung, führt jetzt zu weit, aber Sie wissen, was ich meine. Also das sehe ich nicht. Ja. Ein sehr würdiger Schlusssatz und der Appell, dass es doch noch zu einer Lösung kommt. Meine Herren, vielen Dank für den Besuch im Studio und alles Gute beim hoffentlichen Eintreiben der zugesagten Zahlung. Dankeschön.